Wer ist der, der von Edom kommt, vor dem die Erde verstummt und umgeben von tausend Schaften, die ihm folgen ihr Leben lang? Aus den Wolken herab klingt der Ruf der Schlacht und sein Gewand schimmert grell und blutbeschmiert, im Zorn motiviert, in Erregung eliminiert, Völker und Feind rebellieren gegen den Herrn. Alle Bewohner der Erde werden Ergebenheit lernen. Er blickt umher, findet leider keinen Mann, der in den Riss tritt für sein Volk und Heimatland. Am Ende hilft sein Arm für den Gegenschlag, weil hier niemand mehr nach Gottes Meinung fragt. Für wahr, sein Volk wird geschmäht und beraubt. Bist du weiter ignorant oder geistgetauft? Werf dein Geschwätz in Asche und bereue in Staub. Nur dein Stolz macht dein Herz fett und taub. Pass auf dich auf, Gottes Wort vollzieht Gericht. Denn die Christenheit spiegelt nicht sein Angesicht. Und eingetreten ist Widerspenstigkeit im Leib, trüben vom Geist, wovon Jesaja prophezeit. Wir denken, wir wandeln mit ihm, genießen die Verheißung, doch verachten alle Gottes Zurechtweisung. Am Ende wendet er sich uns zum Feind und Rettung herrscht in Zion, nicht in Sakristein. Zaf, la, zaf, zaf, la, zaf, kaf, la, kaf, na, ein wenig hier, ein wenig da. Blick nach vorne, wenn du rückwärts fällst. Wer bleibt aufrecht, wenn der Eckstein ihn zerschmettert? Der Hass der Welt sitzt tief gegenüber dem, was Gott liebt. Ihre Existenz demonstriert Prophetie, spaltet Lager, erhöht Puls in den Adern. Theologen übersehen das Herz des Vaters, Tränen gesammelt in Säcken aus unserer Vergangenheit. Fanatisch wie die ISIS in den Schlagzeilen waren Christen, Barbaren, gleich verbrannten Kindern, Synagogen am lebendigen Leib. Und Christsein ist ein Schimpfwort in meiner Nachbarschaft, ein Stigma wie ein Tattoo für immer angebracht. Wisch es doch weg, meine Identität wird in Israel neu in Frage gestellt. Abgestempelt, Schubladen, Gedanken durch Religion, Selbstbeweih, Räucher nach Absolution. Zur Maria und dem Rosenkranz nehme ich Distanz, bei jeder sich bietenden Chance. Den Parfüm ist sein Name wie Säure in Narben. Im Zeichen des Kreuzes wurden Söhne erschlagen. Bis heute mangelt es uns an Einsicht und wir tragen Halsketten mit Kreuz in Jerusalems Straßen. Sag, was haben wir ihnen angetan? Alle Indizien zeigen Chaos in christlichen Kreisen. Sind wir gefeit vor dem kommenden Zorn oder ignorant gegenüber dem Sohn im Fleisch geboren? Zaf, la, zaf, zaf, la, zaf, kaf, la, kaf, na, ein wenig hier, ein wenig da. Blick nach vorne, wenn du rückwärts fällst. Wer bleibt aufrecht, wenn der Eckstein ihn zerschmettert? Gott mit uns, zeichnen ihre Gürtelschnallen, Ledermäntel und Stiefel, die im Gleichschritt hallen. Ich seh die Teufelskrallen dabei mit im Spiel. 6 Millionen, die dem Abendland zum Opfer fielen. Hörst dir an, auch wenn es dir zum Hals rauskommt. Der Segen der SS war vom Papst umsonst ausgesendet. Wie Apostel der Plan geklont, Soldaten wurden Werwölfe im vollen Mond. Totenstachel, beides Instrumente der Rache. Heute gibt es Mahnwachen anstatt dem Blutlachen. Diskussionen, die Gemüter entfachen, Erbgüter transportieren den Charakter des Drachen. Das sind wir Jünger, folgen wir wohin auch immer, bis in die Gaskammern. Im Extremfall wieder ein fromm Kreisen, gilt man dabei schnell als Spinner. Doch wer von beiden war im Königreich statt im Wohnzimmer? Euphorisch verzauberte Menschenmassen, in Schande erwacht die Nation aus ihrer Seifenblase. Und der Rest hat die Hölle überstanden und darf Bäume pflanzen im Nationengarten. Wir erwarten Martin Luthers Jahresfeier, sein Fleisch mit dem durchwühlend reißenden Geiern. Der Wegbereiter der Nazis war ein Mönch in alten Jahren, war der Judenhass Teil seiner DNA. Zaf, la, zaf, zaf, la, zaf, kaf, la, kaf, na, ein wenig hier, ein wenig da. Blick nach vorne, wenn du rückwärts fällst. Wer bleibt aufrecht, wenn der Eckstein ihn zerschmettert?